Endspurt, die letzten drei Touren. Tour Nummer 11 zu den Mondbergen, die sind hier. Tour Nummer 12, einmal rund um Las Vegas. Und das Highlight des Urlaubs, Tour Nummer 13 auf den El Sombrero. Aber kommen wir zunächst mal zu Tour Nummer 11. Hier unten ist Via Flor. Und man fährt von der Küste die Straße hier hoch. Dann kommt hier diese berühmte Kreuzung. Da geht es links ab Richtung Parador, Besucherzentrum Roques de Garcia und Teide. Und wenn man hier rechts fährt, Richtung Via Flor, dann kann man hier an der Landstraße, da geht kurz vor dieser Kehre links so eine Schotterpiste ab, da kann man parken. Dann geht es hier hoch Richtung Aussichtspunkt Paisaje Lunar und wieder zurück. Aufstieg zu den Mondbergen. Ja, hier kann man sehr schön sehen, wie aktuell die Wanderführer manchmal sind. Dieser Rahmen dort, da wird seit ewigen Zeiten eine Infotafel versprochen und die ist seit ewigen Zeiten nicht mehr da. Und deswegen ist seit ewigen Zeiten auch der Wanderführer nicht mehr aktualisiert worden. Man sieht hier so einen kleinen Ausschnitt von den Mondbergen und das ist Sandgestein. Hier ist eine Kette und hier diese Markierung, dass der Wanderweg nicht hier lang geht. Was ich leider schon mehrfach beobachtet habe und wo ich immer sehr traurig bin, das ist sehr fragil. Also es ist wirklich nur Sandstein und wenn man drauf rumläuft, geht's kaputt. Ich sehe immer wieder Leute, die für ein Selfie da runterlaufen und dieses wunderschöne Naturdenkmal kaputt trampeln. Pino Gordo, die größte Pinie auf dem Kanarischen Archipel. Weiter geht's mit Tour Nummer 12 rund um Las Vegas. Las Vegas ist ein kleiner Ort hier unten und man läuft hier einige Barrancos runter und wieder rauf. Es sind zwar nur 8,5 Kilometer, aber es ist eine sonnige Ecke von der Insel hier und als ich dort gewesen bin, war es ziemlich warm. Knapp 400 Meter im Aufstieg. Ich zeig mal eben, wie man hinkommt. Je nachdem, wo man seine Unterkunft hat, ist es schon eine lange Anfahrt. Also hier die Hauptstraße bis hierhin, bis zur Calle Las Vegas und dann dort hoch. Dann, was mich immer so ein bisschen ärgert, ist, wenn die Beschreibungen in Wanderführern nicht aktualisiert werden. Hier wird geschrieben, man soll in Las Vegas da bei der Kirche parken. Alles Quatsch. Hier ist ein Parkplatz, der ist neu und der ist unmittelbar vor dem Ortseingangsschild. Ich glaube vor oder nach. Jedenfalls ein paar Meter entweder vor oder hinter dem Ortseingangsschild. Ist einmal auf der linken Seite kann man parken und auf der rechten Seite hat man hier eine größere Fläche freigemacht zum Parken. Das funktioniert besser. Ja, die Tour an sich ist sehr schön. Da kommen gleich ein paar Fotos zu, sonst aber nicht viel zu berichten. Das ist die Kirche in Las Vegas und gegenüber ist eine Riesenkiefer und diese Kiefer ist der Glockenturm der Kirche. Da oben ist die Glocke. Hier ein Kaktus voll mit diesen Cochenille-Läusen und man sieht es hier so ein bisschen. Da hat irgendjemand, der vor mir hier war, ein bisschen drin rumgemanscht. Wenn man diese Läuse zerdrückt, bekommt man einen sehr intensiven roten Farbstoff und man hört immer wieder das Gerücht, dass die rote Farbe vom Campari mit dem Blut dieser Läuse gemacht wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Oh, der nächste Barranco. Es geht runter bis da ganz unten auf dem Boden und dann geht's dort wieder den nächsten Berg hoch bis ganz oben. Und das machen wir dann so ein paar Mal noch heute. Kommen wir zum Highlight des Urlaubs. Tour Nummer 13, El Sombrero bzw. die Abbruchkante der
Cumbre d'Orsal. Man fährt wieder die Straße hoch auf den Canadas Höhenweg und nicht links, sondern rechts Richtung Via Flor. Dann kommt man hier an die Zona Recreativa Las Lajas. Und im Wanderführer ist halt beschrieben, dass an dieser Stelle der Wanderweg beginnt und man soll dann halt eben von diesem Grillplatz erst diesen Weg laufen bis hierhin. Da gibt es hier eine Unterführung unter der Straße durch und dann hier hoch. Das Stück hier ist extrem frustrierend, weil man die Straße immer im Blick hat. Die Straße verläuft eben, also nur mit leichtem Gefälle, während man hier sehr viel rauf und runter laufen muss. Ist nicht so toll. Der Sombrero, El Sombrero ist hier. Und ist jetzt nicht unbedingt so ein Highlight, aber wenn man von hier dann weiterläuft, diese gestrichelte Linie hier, das ist die Abbruchkante, da geht es dann von der Cumbre d'Orsal runter auf die Ebene, auf die Cañadas. Und das ist ein Ausblick, das kann man nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Also um diesen frustrierenden Weg hier rauf und runter die Straße, parallel zur Straße zu vermeiden, habe ich was gesehen im neuen Kartenmaterial, nämlich dass auf der anderen Straßenseite von der Einfahrt zum Las Lajas hier dieser kleine Weg entlang läuft. Und den El Sombrero, den würde ich mir beim nächsten Mal sparen, wenn ich nochmal dahin gehen würde. Dann würde ich hier hochlaufen auf diesen Aussichtspunkt und man kann dann hier zum nächsten Aussichtspunkt laufen und könnte dann hier wieder runtergehen. Sollte ich nochmal nach Teneriffa kommen, will ich das auf jeden Fall ausprobieren. Falls jemand von euch schon mal diesen Weg gelaufen ist, bitte ich um Mitteilung in den Kommentaren. Vielen Dank. Der spektakulärste Punkt auf der Insel. Das ist der Blick von Süden nach Norden. Und der hier ist in Wolken. Man sieht dort, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das schaffe, die Roques de Garcia. Und dort den Parador Nacional. Und unten die Straße, die wir sonst immer hier hingefahren sind. Nach 4 Stunden zurück im Auto. Bei dem Wetter war das auch nötig. Das waren unsere 13 Touren auf Teneriffa im Ende Januar, Anfang Februar 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich riesig über jeden Daumen hoch und noch mehr natürlich über ein kostenloses Abo. Ja, jetzt bin ich mit dem letzten Filmchen gerade fertig geworden, bevor es wieder weitergeht nach La Palma. Der nächste Film kommt bald. Ja, bevor ich das vergesse, ich hatte ja im Intro gesagt, dass ich für Interessierte noch ein Video mache, wie man hier dieses Programm Basecamp bedient und wie man an die kostenlosen, super tollen Karten rankommt. Also, wenn ihr die Glocke klickt, dann bekommt ihr mit,
wann das Video fertig ist. Und in den nächsten Wochen kommt der nächste Film, La Palma, im Mai 2023. Bis dann, tschüss.